Her. Hallo Janet! Hallo Eddie! Wie geht es dir? Mir geht gut, danke. Und dir? Auch gut, danke. Was machst du? Ich sehe mir gerade einen Reisekatalog an, weil ich eine Reise machen wollte. Ehrlich? Ich bin auch daran interessiert, in eine Reise zu machen. Wohin möchtest du reisen? Ich möchte gerne nach Berlin reisen, weil ich mein Deutsch genieße verbessern möchte. Möchtest du mit mir kommen? Nein, ich möchte nicht. Das ist doch langweilig. Ich möchte lieber in die Karibik reisen, weil ich Ruhe und Entspannung brauche. Ja, ich bin einverstanden, aber die Karibik für mich, es ist sehr weit. Und ich habe viel Angst vor den Fliegen. Außerdem sollten wir unser Deutsch üben, weil wir es vergessen konnten. Ja, das ist vernünftig. Ich denke, dass du Ruhe hast. Aber wann möchtest du die Reise machen? Ich habe gedacht, dass wir im Sommerferien fliegen konnten. Was hältst du davon? Ich denke, dass es keine gute Idee ist, weil ich den ganzen Sommer arbeiten muss. Aus diesem Grund können wir an Weihnachten gehen. Okay. Fantastisch! An Weihnachten finde ich auch super. Aber ich habe eine Frage. Was würdest du uns eine Reise nach Berlin machen? Ich weiß es nicht. Aber wir können in ein Reisebüro anrufen oder im Internet den Preis finden. Ich möchte lieber im Internet suchen, weil es billiger ist. Ich habe Internet zu Hause. Deshalb können wir es uns bei mir zu Hause anschauen? Das ist eine gute Idee. Lass uns doch hin. Wenn du jetzt Zeit hättest, könnten wir es gleich erledigen. Ja, natürlich. Komm mit. Okay. Janet, wie viele Tage möchtest du in Berlin bleiben? Ich glaube, dass eine Woche genug ist, aber am 24. Dezember wünsche ich mir, bei mir zu Hause zu sein. Okay, das machen wir. Darum kümmere ich mich. Janet, vom 10. bis 17. Dezember kostet Hin- und Rückflug 150 Euro pro Person. Im Ernst? Das ist sehr billig. Bis wann müssen wir die Reservierung machen? Es ist ein Angebot ist und es ist nur bis nächste Woche. Möchtest du die Flugticket reservieren? Ja, natürlich. Das ist eine gute Gelegenheit. Ich kümmere mich um die Unterkunft. Wo werden wir übernachten? In einem Hotel oder in einem Jugendherberge? Ich denke, dass es am besten in einem Jugendherberge ist, weil die Hotels sehr teuer sind. Kennst du eine gute Jugendherberge in Berlin? Ja, ich habe einen Freund, der eine bekannte Jugendherberge im Zentrum Berlin besitzt. Das ist gegenüber dem Pergamonmuseum. Morgen rufe ich ihn an. Fantastisch! Janet, weißt du, dass es am 11. Dezember in Berlin ein Weihnachtskonzert stattfindet? Willst du hingehen? Ja, ich habe viel Lust darauf. Ich habe einen Vorschlag. Können wir am ersten Tag den Flohmarkt besuchen, am zweiten Tag zum Konzert gehen und am dritten Tag... Aber Janne, ich möchte auch nach Berlin besuchen und auch das Pergamonmuseum besuchen. Aber erinnere du dich daran, dass ich mich entspannen möchte. Ja, einverstanden, aber vergiss nicht, dass wir dort Deutsch sprechen werden. Ich hoffe, dass auf dieser Reise viele Weihnachtsspezialitäten probieren werden und auch eine Deutsch-Freund kennenlernen. Ich möchte lieber die deutsche Spezialitäten probieren. Sind sehr, sehr lecker. Aber wenn du
eine deutsche Freundin in Deutschland kennenlernst, bin ich sicher, dass du gut und viel Deutsch lernen wirst. Ja, ja.